Herzlich willkommen zu Ideas Daily TV. Zu Beginn kurz der Hinweis auf das Online-Börsenspiel Trader der Société Générale. Zusammen mit renommierten Partnern wird der Trader 2021 gesucht. Der Hauptpreis ist ein Jaguar I-Pace. Darüber hinaus gibt es aber noch viele weitere Preise. Heute geht's auch endlich los. Spielende ist am 29. Oktober. Alle Informationen gibt es auf www.trader21.de. Kommen wir damit zum Marktgeschehen. Der Deutsche Leitindex hat eine durchwachsene Handelswoche hinter sich. Am Freitag gab der DAX noch einmal leicht ab und schloss unter der Marke von 15.800 Punkten. Auf Wochensicht betrug das Minus damit rund 0,5%. Blicken wir damit nach Frankfurt zu meiner Kollegin Franziska Schimke. Ja, Franzi, Ende der vergangenen Woche war einiges los. Es gab den US-Arbeitsmarktbericht. Außerdem stehen jetzt die 10 DAX-Aufsteiger fest. Was heißt das jetzt alles für den heutigen Handelsstart? Einen schönen guten Morgen. Ja, in der Tat ist der große US-Arbeitsmarktbericht das große Highlight natürlich in der vergangenen Woche gewesen. Und der DAX war auf einer ordentlichen Berg- und Talfahrt innerhalb dieser Woche. Für diese Woche, heißt es von Seiten der Experten, dürfte es vielleicht so ein bisschen schwungvoller im Verlauf wieder zugehen. Denn die Ferienzeit, sie neigt sich dem Ende und somit rechnet man wieder mit einem höheren Volumen. Heute zum Auftakt rechnen wir allerdings erst einmal damit, dass wir, wenig bewegt uns hier präsentieren werden. Denn der Fokus, der ist dann vor allen Dingen auf den Donnerstag auf die EZB-Sitzung gerichtet. Und die große Frage natürlich, wird man da konkretere Hinweise geben, wie es weitergeht mit der Geldpolitik in der Eurozone. Von Seiten der Vorgaben freundlich, was die asiatischen Märkte angeht. Der Nikkei zeitweise fast 2%, fester Hang Seng und Shanghai Composite, auch die legen ordentlich zu. Beim Dow natürlich am Freitag auch mal der US-Arbeitsmarktbericht im Fokus und letztlich auch ein Belastungsfaktor, aber nur moderat ein Minus von 0,2% am Ende beim Dow. Und auch auf Wochensicht gesehen hatte der Dow gerade mal 0,2% verloren. Heute Ruhe in den USA aufgrund des Feiertags Labor Day bleibt die Börse geschlossen. Das heißt, zum Nachmittag könnten so ein wenig die Impulse hier fehlen. Dann vielen Dank, Franzi. Ja, soweit also der Ausblick auf den Handelstag in Frankfurt. Kommen wir zur Marktidee, die ist heute Brentöl. Der Ölpreis der Nordseesorte Brent befindet sich seit dem April 2020 in einem intakten Aufwärtstrend. Am 6. Juli erreichte der Kurs ein 3-Jahres-Hoch. Dort startete dann eine Korrekturphase, die Mitte August von einer Erholungsrallye abgelöst wurde. Aus technischer Sicht müssen Anleger jetzt allerdings die Aufmerksamkeit trotzdem auf die Unterseite richten. Vor allem eine Marke ist aktuell wichtig. Um welche Marke es sich handelt, erfahren Sie wie gewohnt in einer ausführlichen Chartanalyse unter www.ideas-daily.de. Das war die aktuelle Ausgabe von Ideas Daily TV. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis morgen.